Hallo! Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum heute auf jeden Fall Finale. Finale von Alan Wake. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich muss mal kurz schauen. Ja, okay. Ton passt auf jeden Fall auch. Letzte Session wollte ich durchspielen, habe ich nicht durchgespielt, deswegen wird es auf jeden Fall dieses Mal klappen. Heute zählt's. Heute heißt es Alice oder nichts. Barry. Ne, Barry fällt mir nichts ein. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Story jetzt zu Ende geht und ob wir noch alle Flaschen finden. Ich habe nämlich gerade gesehen. Schauen wir in die Statistiken rein. Da sind zum Glück nicht die Tode mit aufgeführt. Thermosflaschen. 74 von 100. Ich habe also wahrscheinlich ein paar liegen lassen. Oder noch 26 zu finden. Wer weiß es? Keine Ahnung. Ich spiele auf jeden Fall erst weiter. Und ich spiele es auch zu Ende. Ja, hier haben wir ungefähr aufgehört beim letzten Mal. Mal sehen. Geil, er hat eine Lichterkette an. Das habe ich ja noch gar nicht. Ist mir nicht so aufgefallen beim letzten Mal. Ich war auch. War auch müde am Ende. Aber jetzt bin ich wieder voller Energie. Und hab Bock. Ja. Das ist aber ein Button, der nur euch reinlässt. Und das mag ich nicht. Deswegen schaue ich mich lieber noch mal ein bisschen um. Vielleicht ist er ja noch eine leckere Kiste oder was anderes. Guck mal, hier geht's hoch und er ist schon wieder außer Atem. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, ich wäre aus der Form. Aber Alan Wake? Du bist mir so ein Experte. Okay. Wir haben viele Dinge jetzt, ne? Wir haben 10 Leuchtpistolen, 3 Dinger. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, was ist was. Ich glaube, das sind Blendgranaten, ne? Ja. Wir spielen mal mit dem Revolver. Dann kommt die Pumpgun. Da wird's schon. Ja, mache ich ja gern. Ich hoffe, ist alles okay so vom Ton und so. Hi. Ja, danke für den Tipp. Kann ich jetzt hier lang? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, doch. Oh. Na komm. Es geht direkt los. Ah, vielleicht aber auch nicht. Ne, das spare ich mir dann, ne? Oh, Manuskriptseite. Wir können direkt ein bisschen chillen, uns was vorlesen lassen. This horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed, and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. Wow, okay. Sind wir auch nur eine Geschichte? Hat uns Thomas Zane eigentlich geschrieben? Das wäre ja, Alter, das wäre ja noch mal ein krasser Twist. Also twisttechnisch haben die es drauf. Die bei Remedy. Ja, hier wird nichts mehr sein, ne? Ich bin noch ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich tatsächlich Thermosflaschen liegen gelassen habe. Holy shit. Ah ja. Ja.
Hier, ne? Scheiß Vögel. Ja. Na gut. Hier ist noch The Wallet Room. Ja, dann gehe ich doch mal da hoch, oder? Wenn die Schrift an der Wand mir das so sagt. Dann. Ich habe übrigens ein Loch in einem Socken und komme jetzt immer mit dem Zeh auf den Boden. Und dann klebt er immer so ein bisschen. So. Es fühlt sich richtig eklig an. Searchlight? Ja, oder halt der hier, ne? Oh, es hat ihn aber gar nicht interessiert. Oh, boy. Ja, das ist natürlich... Komm her, du. Komm her, du Sau. Was ist denn hier? Ah, okay, ihr seid es. Na gut. Ach, das waren die... Shit. Ich hab dummerweise jetzt 3 von der Leuchtpistole verschossen. Die Besessenen besiegen. Alles klar, ich muss also. Boah, was geht ab? Was geht ab? Wir sind direkt in einer Paniksituation gelandet. Aber schön, dass du reinguckst. Ja. Das ist richtig. Es ist ja auch ein Action-Spiel, ne? Oh, geil. Lass es dir schmecken. Boah, ich bin doch gedodged. Zu viel. Zu viel. Geht nicht anders. Naja, klar. Ach so. Ah, den kann ich bestimmt benutzen. Ja. Au. Also ich dachte, Searchlight wäre diese Flare, die Bengalos. Aber so ist ja richtig easy. Oh, oh, nein. Was soll das denn? Weich doch aus, du Hund. Upsala. Alle bitte hinter die Linie gehen. So, Dankeschön. Ey. Zum Glück. Boah, was war das denn? Enough. You will go no further. Im Dunkeln entfliehen. Okay, okay. Dabei lade ich kurz nach.
Oh Gott, ich kann nicht mehr! Ellen, lauf! Boah, Felix, hey, was geht? Was geht? Holy shit, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hätte es mir nicht angucken sollen. Spring! Was soll das? Thermoskanne! Brauche ich. Die ist wichtig. Jump, Ellen, jump. Ach du Kacke. Oh Gott. Er ist richtig am Hecheln. Ja, Licht! Licht! Warte mal, wer bist du denn? Ach so, okay, die Frau. Klar, das war doch was. Oder? Das war was. Das war doch was. Herr Wake. Ja. Sind der Dunkelheit entflohen, haben unsere Thermoskanne geholt, geschafft, erlangt. Kannst du es bitte nochmal wiederholen, mit der Taschenlampe im Gesicht? Stört dich gar nicht, warum stört dich das denn nicht mehr? Ich soll jetzt hier den Tresor knacken, oder was? Ach so, nee, sie macht das gut. Oh, das sind die restlichen Seiten. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. Oh. When he did sleep. Wir sind eine Geschichte. Wir sind auch nur da, weil das schon vorher geschrieben wurde. Screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. Die Story in der Story. I can get to her now. I can finish this. Ja, das war Alan Wake. Nein. Ende des Kapitels, ne?
Da bin ich ja froh, dass ich nicht einfach nur die letzte Viertelstunde offen gelassen habe, sondern dass jetzt noch was kommt. You will go no further. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You know Zane, Thomas Zane, you're the lady of the light in the song. He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Nice. Ja, das war die kurze Zusammenfassung. I had a hangover. My head was about to explode. I hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Sonnenbrille und Schmerzmittel besorgen. Okay. Was ist das für ein Buch? The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Oh, das ist richtig mies mit dem Rauschen. Oh je, wir brauchen die Schmerzmittel. Aber sofort. Gib mir alles. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Dankeschön. Das wird wahrscheinlich nur dem Felix was sagen, aber findest du nicht auch, dass der ein bisschen aussieht wie Fabian Käufer? Unser Alan Wake? Schlafzimmer verlassen, das kann ich. There was a message waiting for me on the machine. Ja, hier den QR-Code, den haben wir letztes Mal auch schon gescannt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Da ist dann auch einfach nur noch mal ein bisschen Lore in einem YouTube-Video. Fand ich ganz cool. Da Alan Wake Romane, der liest natürlich seine eigenen Bücher. Und ansonsten haben wir uns eigentlich schon umgesehen. Ich möchte aber gerne gucken, ob eine neue Thermoskanne in der Küche ist. Nee. Ja, genau. Vision 2. Das heißt, ich habe die erste wahrscheinlich verpasst. Aber irgendwo gab es auch noch eine dritte. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Show an. Erstmal schön nah dran gehen. Fabian Käufer. Für euch. Oh ne, jetzt ein bisschen Bastian Pastewka. Nicht spoilern. Two people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard. Always thinking of yourself. Well, you
You've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the lady. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Müssen wir jetzt die ganze Werbung sehen? Die ganze Werbung, die ganze Sendung. Okay. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there haven't bought it. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. Dankeschön. I want to thank all our guests for the evening. Das war TV Total für Sie heute. Once more, do the face for a cent. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you. Poets of the Fall. I told myself I could live with that. I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. Wo ist sie denn? Achso, sie ist in der Küche. Ja, wo soll sie auch sonst sein, ne? What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah. You're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Sweet. Present day, Bright Falls. Da sind wir wieder. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. Alligator. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I had stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Okay. Übrigens, ihr habt ja Prime Gaming. Da könnt ihr euch jetzt die Control Ultimate Edition holen. Und Control ist erstmal ein sehr gutes Spiel. Und es spielt im gleichen Universum wie Alan Wake. Alone, in daylight, surrounded by the... Und da wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, was das alles auf sich hat mit der Geschichte. Weil er durch irgendeine Macht halt diese Geschichte, die er schreibt, quasi die zur Wirklichkeit werden lässt. Er findet ja auch immer so Skriptseiten, die er geschrieben hat, die aber auch zum Teil Thomas Zane geschrieben haben. Und das passiert halt wirklich. Und das spielt da natürlich auch immer mit rein. Auf jeden Fall Control ist sehr gut. Ja, leider nicht gesponsert. Mach das mal. Aber Control habe ich schon. Schenkt mir was anderes.
Schenkt mir ein anderes gutes Remedy-Spiel. Ja. Hashtag Werbung, Hashtag keine Werbung. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this. Having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Ganz genau. Okay, er ist jetzt nur für den Monolog einmal ausgestiegen, ne? Jetzt müssen wir quasi wieder einsteigen, Auto fahren. Und wir haben natürlich... Ach, Alan. Warum loot ich eigentlich... Oh, der ist aber nicht gut. Guck mal, wie das hier alles reinploppt und so. Naja, ist jetzt keine Zeit für. Warum loot ich eigentlich die ganze Zeit, wenn er dann die Hälfte seiner Waffen einfach immer wieder vergisst in jedem Kapitel? Mann, Mann, Mann. Wow, okay. Ein bisschen sensibel, das Handling. Was gibt's hier? Nicht so viel, ne? Nur halt das, was es so üblich gibt an amerikanischen Raststellen. Liegt halt ein bisschen Batterien rum. Bisschen Munition. Nur Batterien, na gut. Und ansonsten gibt's hier nichts. Fahren wir weiter. Auch noch mal gucken. Tut mir leid. Aber wenn es hier in der Gegend rumsteht, dann ist hier ja auch immer was. Da ist eine Kiste. Ist da was Interessantes drin? Ich kann nicht zielen. Das heißt, ich kann sie auch nicht kaputt machen. Aber es fühlt sich schon sehr nach Finale an. Das finde ich gut. Ich habe ja auch Zeit. Ich habe mir übrigens Little Nightmares geholt, den ersten Teil. Und dann gehört, dass eine PS5-Version kommen soll, als kostenloses Update. Deswegen warte ich damit noch als nächstes Spiel. Das ist aber auf jeden Fall in der Pipeline. Als nächstes spiele ich dann wahrscheinlich Lost in Random. Ein kleines, feines Indie-Game. Obwohl, mehr oder weniger Indie-Game. Es ist von einem Indie-Studio entwickelt worden, aber dieses Indie-Studio gehört zu EA. Also nicht wirklich Indie. Was geht hier? Darkness had touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again, getting closer. Na gut. Whoop. Weggedodged. Ey. Ja. Das ist der sogenannte Glitch-Dodge. Okay, weiter geht's. The dark presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Ist klar. Oh, danke. Dann fahre ich doch mal wieder Auto.
Da ist ein Auto gewesen. Ist da was Interessantes drin? Ist auf jeden Fall Licht. Ist ja auch Licht, wenn ich es stehen lasse? Tatsächlich. Scheiße. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Ich nehme einfach mal das. Hier ist auch ein... Nee, komm. Sorry, sorry. Entschuldigung. Da muss ich eigentlich lang. Hier kann ich aber den Umweg nehmen. Ja, also hier ist natürlich nicht das Ziel, aber hier ist jede Menge Loot. Deswegen nehme ich das auf jeden Fall mit. Guck dir das an. Revolvermunition. Das habe ich nämlich... Oh, trotzdem immer noch recht wenig. Das Majestic Hotel. Allgemeine Information. Dann hat eine Rückzahlquotient von 100 Dollar. Wir akzeptieren alle Fündekarten. Keine Checks. Zimmer sind bei der Abreise bis 10 Uhr zu verlassen. Keine laute Musik. Keine Haustiere. Nicht nett. Gestern wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ja. Oh, Thermosflasche. Schrotflinte. Jawohl. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here in room number 2. Ja, dann schauen wir doch mal, was der so getrieben hat in seinem Räumchen. Hallo. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Ja. Alan Wake war auch Teil von Me Too. Ach so, einer bist du. Okay. Ne, dann gehe ich halt wieder rein. Ne. Jetzt ist er weg, oder? Ja. Oh, ich wollte hier rein. Und hier rein? Auch nicht. Hier rein? Auch nicht. Okay. Hast du mal weggedodged. So, hier stehen Autos rum. Ja, gerne wissen, warum hier so viel ist, wenn hier doch eigentlich nicht so viel ist. Na gut, dann schnappen wir uns mal jetzt hier am besten ein Auto, wo man noch wegfahren kann, ne? Aua. Hier passiert sonst nichts mehr. Was war das? Okay. Ja, fahren wir doch mal weiter, ne? Und wenn ich das jetzt schon so sehe, nutze ich das natürlich aus. Das wird ja bestimmt reichen, ne? Oh, hui. Ja, okay, Alan Wake ist kein Funracer. Ja. Achtung, Achtung, Achtung.
Kann ich hier jetzt rüber? Ja. Perfekt. Kontrollpunkt erreicht. Geil. Hier sind Leuchtfackeln, Batterien, Leuchtfackeln. Kann ich hier noch rein? Nee. Ja, da freue ich mich doch. Wenn gleich wieder solche Dinge passieren. Gegenstände sind scheiße. Oh ja, cool. Danke. Hä? Was denn? Was denn? Nur weil es sich bewegt? Ei. Oh nein! Okay. Aber immerhin hat er die Leuchtfackel noch angemacht. Ja, die habe ich gesehen. Da wollte ich natürlich jetzt... Ups. Die wollte ich. Ach Gott, der Kühlschrank. Scheiße, ey. Ich werde hier fertig gemacht. Ja. Das macht aber nicht so Spaß jetzt. Was soll ich denn da machen? Batterien. Ich habe genügend Batterien. Naja, das einzig sichere Möbelstück ist halt die Dusche, ne? Wie Farin Urlaub auch schon gesungen hat. Ja, dann muss es jetzt halt einfach so gehen. Dann mache ich euch jetzt nacheinander fertig mit meinem... Ja. Aber... Der Ansatz war nicht schlecht, weil so wurde ich immerhin nicht getroffen. Seid mir so ne paar Pappenheimer hier, ey. So. What the hell? Ah, okay, du existierst nicht mehr. Na gut. Hier kann ich jetzt noch rüber. Nee. Ja, das ist doch gemein. Das ist doch gemein. Es lief doch eigentlich ganz gut. Ich werde mich jetzt konzentrieren. Au! Hä?
kommt das denn her? Hier. Das ist eine Manuskriptseite. Möchte ich gerne hin. Nee? Okay. Überall kommen hier Dinger. Ich muss kurz mal Leben regenerieren. Am Boden gucken. Ah, okay. Hier komme ich nicht weiter. Da muss ich da lang. Ich habe auch keine Leuchtpistole, was ich richtig scheiße finde. So, ich gehe jetzt mal hier lang. Ja, das habe ich gesehen. Hops! Hops! Ich muss hier weghopsen! Lassen Sie mich! Ich werde mich beschweren. Wo ist der nächste Kontrollpunkt? Da vorne. Schaffe ich das? Oh Gott. Oh Gott. Lass. Hä? Ach, Scheiße. Hä? Ich habe doch noch nicht mal eine Leuchtpistole. Ja gut, dann muss ich mich halt einfach beeilen. Die Dinger nehmen. Mich nicht so oft treffen lassen. Die kann ich ja ganz in Ruhe machen. Ja, fies, ne? Wir machen halt alles jetzt so, wie es halt gut geht. Guck mal, hier sind wir überhaupt nicht im Bedrängnis. Hier geht's. So. Das geklärt. Guck mal. So geht's doch. Nein. Aufhören. Wo ist es denn? So. Okay. Ruhe. Wir haben es also bis hierhin geschafft. Es sind keine Gegenstände aktiv. Das ist doch diese Leuchtfackel. Hier sind noch Dinge. Da oben. Das nehmen wir noch kurz mit. Gut. So, das Schwein hier mit dem Arm. Ja, komm her, du Sau. Ich kann gar nicht laufen. Ich komme ja nicht weg. Hä? Jetzt. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Ich bräuchte halt eine Leuchtpistole. Aber die gibt es hier nicht. Vielleicht hier?
Aber die hat man ja auch gesehen. Ja, jetzt nochmal zurückfahren ist auch Quatsch. Hier noch. Gut, jetzt sind wir wieder hier bei dem Spaß. Ja, aber da habe ich mich einfach doof angestellt. Das kann natürlich immer sein. Aber denke ich nicht. Beruhigen Sie sich bitte. Das war knapp. Mann! Ich warte jetzt hier ab. Ich warte jetzt kurz mal, bis ich mein Leben regeneriert habe. Und dann, keine Ahnung. Wie soll das denn gehen? Licht drauf scheinen, ist ja klar. Aber ich kann ja nicht ausweichen, das ist ja viel zu lahm. Ich probiere es mal mit Ausweichen. Da hatte ich das Gefühl zumindest, dass ich nicht konnte. Na gut. Ab ins Licht. Los! Los! Kontrollpunkt. GG. Fahr ich doch mal direkt hier nochmal die Schatten um. So, jetzt tut es mir auch nicht mehr leid um euch. Jetzt habt ihr mich soweit. Jetzt bin ich genervt. Oh, was ist denn hier los? Ach Gott, sie haben das Fahren gelernt. Hier ist ein Kontrollpunkt. Seht hier oben was Tolles? Hier ist doch bestimmt was. Eine Manuskriptseite. Loot. Ah, Leuchtfackel. Aber das war's? Nein. Ey, das war's wirklich. Es ist viel zu aufregend, um hier entspannt zu looten. Hier noch was? Gut, wir probieren es mal hier mit unserem eigenen Truck. Ab geht's. Hier noch? Sorry.
Kein Loot. Oh oh. Oh oh. Einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Oh no. Ah. Shit. Was? Was? Wer? Das meinen die echt ernst, ne? Dass ich jetzt den ganzen scheiß Weg noch laufen muss. Ah. Ja, klar. Assi. Komm. Lass mich ins Licht. Yeah. Und hier liegt der gute Shit. Ja, jetzt Pumpgun. Was ist besser, Schrotflinte oder Pumpgun? Wo sind die Waffennarren bei euch? Wer ist Ego-Shooter erfahren? Wer kann mir sagen, wer cooler ist? Kommt nämlich nichts, ne? Leuchtfackeln sind immer wichtig. Okay. Also, ich meine ja gehört zu haben, dass es einen Spin-off-Titel gibt. So ein PvP-Ego-Shooter, Alan Quake. Erstmal das ganze Gelöt hier weg. So. Ja. Gut, dann rennen wir jetzt. Oh! Ja, der war ja fies. Alter! Ja, dir schieße ich dafür ins Gesicht. Das sind die Dodges. Ich will nur Munition, mehr nicht. Und diese Manuskriptseite. Lasst mich bitte lesen. The bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake. Scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts, the earth groaned, it didn't even notice. Fickt euch! Okay. Revolver Munition. Geladen. Pumpgun, geladen hast du jetzt gesagt, Pumpgun ist besser? Die Pumpe. Also Pumpe wird Pumpgun sein, ne? Gut. So, jetzt GTA-Action. Kann ich einen Drive-By machen? Wahrscheinlich nicht. Fahre ich halt hier lang. Mit einem kleinen Geländewagen.
Is this the way? Da ist ein Pfeil. Ah, hier ist bestimmt eine Extrakiste. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben mir Loot versprochen. Würde ich jetzt gerne abholen. Ich hatte Loot reserviert. Hallo. Ja. Da ist er doch. Blendgranate, Leuchtpistole, Munition. Und die Leuchtpistole. Yes. Yes. Ich liebe die Leuchtpistole. Neben gesponserten Spielen und Followern liebe ich noch mehr die Leuchtpistole. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Lesen. Alle Besucher müssen sich beim Manager melden. Sie müssen einen Haftungsverzicht unterzeichnen, bevor sie das Gelände betreten. Wenn sie ein bestimmtes Teil suchen, frage sie danach. Zur Selbstentnahme ist eigenes Werkzeug mitzubringen. Tragen Sie Schutzkleidung. Warnung! Schrotthaufen können verrutschen. Gefahrenzone. Da kennen wir uns aus. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass hier noch gearbeitet wird. Das wollte ich. Thermoskanne. Deswegen bin ich hier. Batterien, ja. Aber da liegt doch noch was anderes. Noch mehr Batterien. Okay. Hey! Jetzt hat er, weil ich die gelootet habe, hat er die Leuchtpistole ausgewählt. Ich direkt mein Loot verschwendet. Aber ist das hier jetzt der richtige Weg? Oh! Oh. Peng! Stark. Stark, Alan Wake. Gut. Ab geht's, weiterfahren. Und Action! Woo! Noch mehr Action. Kommt jetzt ein Auto-Boss-Gegner? Nee, aber hier kommt es auf jeden Fall. Da passiert doch gleich irgendwas mit. Hier sieht man auch schon wieder komische Dinge. Naja, wir gehen mal weiter zum Licht. Lesen ein bisschen was. Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings, sugar laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Hier passiert jetzt was. Ja, das ist ein sehr effizientes System.
immer an so einem Ding drehen, damit die nächste Lampe angeht. Entschuldigung, was war das? Kommst hier nicht durch. Kommst hier nicht durch. Noob. Oh. Kein Noob. Habe ich nur so gesagt. Oh, scheiße. Zum Cauldron Lake, ja. Warte mal, zum Cauldron Lake. Da bin ich hier doch komplett falsch. Was habe ich denn hier gemacht? Ich gehe erstmal ins Auto. Überfahre ich alle. Ah, ach das ist... Okay. Ich würde jetzt gerne einmal ins Licht hier, damit ich einen Kontrollpunkt habe. Dankeschön. Und dann nehme ich doch direkt hier den coolen Polizeiranger. Ist nur ein Kratzer. Da, wo das Licht ist, muss ich hin. Ich bin ganz nah. Wow. Tokyo Drift. Bright Falls Drift. Noch ein Licht. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Ja, ist doch alles klar. Weiß ich jetzt nicht, was sich daran verwirren soll. Mehr Munition. Ich bin gefangen im Haus. Ah ne, ich kann hier drücken. Okay. Okay. Oh, das ist schon wieder ein Rabe. Ich hasse Raben in dem Spiel. Ansonsten habe ich nichts gegen Raben. Einige meiner besten Freunde sind Raben. Ich kenne selber Raben. I will never give her to you. Oh nein. Ich renne einfach mal. Ah, vielleicht loote ich auch noch die Thermosflasche. Oh, Jagdgewehr. Soll ich das Jagdgewehr nehmen? Schnelle Antwort bitte. Das war sie nicht.
Nein. Alter. Gib mir das Jagdgewehr. So. Dankeschön. 5 Munition. Ja, schönen Schrank auch. Okay, ist gar nicht so stressig, wie ich dachte. ja. Ich gehe zum Licht. Oh, da ist das wieder. Okay, es gibt keinen Weg zurück. Hier ist auf jeden Fall guter Shit. Kommt hier noch jemand? Da habe ich was Fieses gehört. Jagdgewehr! Okay. Ist ein bisschen ruhiger geworden. Das bedeutet, ich habe Zeit zum Nachladen. Ich habe einen Schuss mit dem Jagdgewehr. Passt Schrotflinten und Pumpgun-Munition nicht in ein Jagdgewehr? Das ist doch Quatsch. Womit soll man denn jagen dann? Das ist doch alles ein Bums. Oder nicht? Naja, das kann ich bestimmt reindrücken. Nee. Hab mich kurz nochmal warm gemacht. Reicht. Manuskript. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me. The words and ideas floating in the air, poised to become real. Hier drin? Nee. Hallo. Freunde. Hallo. Ah, hier. Schubsen wir uns jetzt den Berg runter. Ja, ne? Cool. Wie bei Uncharted. Okay, hier ist nix. Hier komme ich her. Ich hätte gerne Jagdgewehrmunition. Ja, bin ich gedodged. So, und schon bist du weg. Ist nämlich Angst im Licht, ne? Lappen. Ne, und ich renne jetzt auch einfach nur ins Licht zurück. Ja. Kannst nämlich nicht hin. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Da sollte man nicht drunter. Hier ist Leuchtpistolenmunition, noch eine Leuchtpistole.
Revolver-Munition. Hier glaube ich jetzt 10 Schuss. Das ist schon nicht schlecht. Sparen wir uns alles für den Endboss auf. Oh, kann ich jetzt hiermit fahren? Das ist ja richtig gut. Jetzt kommen die Raben wieder, ne? Ja, ich sehe sie doch schon. Ja, kommen sie. Sterbt. Gut. Das war ja recht simpel. Hier ist doch bestimmt noch mal Loot versteckt. Ja, geil. Vielleicht hier Jagdgewehrmunition. Schrotflintmunition. Und eine Pumpgun. Jagdgewehr oder Pumpgun? Ist die Frage. Ich habe halt wirklich nur noch einen Schuss, ne? Da macht es, glaube ich, nicht so einen Unterschied. Dann ist die Pumpgun auf jeden Fall besser. Ja, da habe ich nämlich 26 Schuss. Gib mir die Leuchtpistolenmunition, bitte. Ist voll. Oh. Okay. Weißt du was? Gib mir so auf den Sack. So. Habt ihr jetzt davon? Da hole ich mir jetzt extra noch die Munition zurück. Einfach, nee, manchmal geht es ums Prinzip. Da muss man auch mal eine Leuchtpistole in einer Schar von Raben versenken. Jetzt sollte ich nicht sterben, weil dann mein Loot nicht gespeichert ist. Ich sag's mir schon mal vorher, weil ich jetzt dann wahrscheinlich sterbe. Ich gehe hier nochmal gucken. Sieht nicht so aus, als wäre hier was. Hm? Will noch jemand? Da noch ein Problem. Jetzt attackieren mich wahrscheinlich die Raben. Während ich hier im Quicktime-Event feststecke. Vielleicht aber auch nicht. Ups. Oh. Okay. Da. Okay, das war ein bisschen lucky. Aber es gehört ja auch mal dazu, ne? Weiter, weiter, weiter. Oh, aua! Na, nee, komm. Ah, obwohl, der Dicke, der hat's schon verdient, ne? Eigentlich ist so ein Dicker immer ein gutes... Du bist aber auch anhänglich.
Ruhe im Karton jetzt. Da ist Licht. Geben Sie mir Licht. Ja. Geil. Da blitzt was. Revolver, Munition. Okay. Warum liegt hier ein Revolver? Kann man den Revolver verlieren? Das ist doch Quatsch. Oder kriegt man dann... Ne, mehr Munition kriegt man auch nicht. Ich glaube, hier geht's lang, ne? Dann möchte ich nochmal kurz... hier gucken. Okay, hier geht's gar nicht lang. Heiter weiter. Heiter weiter Richtung Ende. Ach du schon wieder. Ich seh nicht. Ah, doch hier, oder? Ja, da ist er. Guti. Weiß nicht, was das bringt, aber es hat was Beruhigendes, diese schwarzen Dinger wegzumachen. So. Komm. Ja, schön, dass du mir eine Zeitlupe gibst, wenn ich trotzdem nicht ausweichen kann. Jagdgewehrmunition, da ist sie. Jetzt kriege ich Jagdgewehrmunition. Ah ja, okay. Trotzdem bitte einmal den machen. Schön. Das fühlt sich doch gut an. Revolvermunition gab es jetzt nicht. Leichtpistolenmunition. Ah, ist voll. Na gut. Aber erstmal Revolver. Ich bin mehr der Revolver-Fan. Echt, da geht's lang? Ich dachte echt, das ist... Nee, tatsächlich nicht. Okay. Oh, ich möchte nicht mehr durch die Wälder. Er war ja nicht gerade, da ist er doch.
will da doch nur rein. Hau ab. Das wollte ich, so. Er kommt da nicht mehr klar. Wie viel habe ich noch? 8. Boah, ist aber nicht so gut. Okay. Keine Checkpoints. Was? Bitte was? Was war das denn? Oh nein, falscher Knopf! War das die Sekunde, die mich killt? Nein. Götz. Uiuiui. Oh, es wird immer knapper und verrückter hier. Wieder Revolvermunition aufgenommen. Sonst blinkt hier nichts mehr. Wo ist dein Call? Da oben geht's weiter. Ja, das hätte auch fies ausgehen können hier. Ui. It's raining vehicle. Ist hier nicht noch irgendwas von Bedeutung? Hier muss es doch noch was geben. Ja, ich erlöse dich gleich, Alan. Ich weiß es. Wer war das denn? Ach du. Sechs Schuss brauchen die alle. Das wäre mal gut. Hier so ein Benzinkanister. Die explodieren doch immer so schön. Okay, da ist gleich Boss-Time. Hier ist noch Loot-Time. Blendgranate, Leuchtpistole. Leuchtpistole, Munition, ja. Alles gut. Alles schön und gut. Der Keller ist zu. Was? Darkness. Darkness wears her face. Wenn du was sagst. Hier ist der Weg. Jetzt kommt ein Bossfight, Leute. Boss Time.
Nein? Doch, oder? Ich muss vom Bossfight kommen. Da hat er mir einfach eine Kombi gegeben. Ja gut, das ist aber ein netter Speicherpunkt. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Dann hole ich mir doch jetzt schon mal ein bisschen Munition. Schön. Und ein paar Blendgranaten. Das sind Blendgranaten. Ach, du lebst noch. Ja, er lebte noch. Na komm, ich hab dich doch. Ja, schön. Musik ist aus. Das bedeutet, wir haben erfolgreich gekämpft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Spiel zufällig irgendwie zufällig die Lebensbalken bestimmt, weil manchmal halten die super viel aus, manchmal super wenig. Guck dir den mal an, der ist jetzt nach zwei, der auch, nach zwei Schüssen. Zwei mickrige Schüsse haben gereicht. So, findet sich hier jetzt noch was? Das ist der Mond. Hallo Mond. Oh ja. Thermosflasche. Secured. Hier wird man doch noch was finden. Hier war da was. Blendgranate, ja. Okay, hoch da. Einfach damit die mir nicht mehr auf den Sack gehen. Jetzt immer all in gehen. Okay, Aufzug ist gut. Kontrollpunkt noch besser. Ja, komm. Let's go. Na Mann, das kriegt.
After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I'd written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. Geil. Die würde ich gerne mitnehmen. Hier. Den kleinen Ast, Stock. Das fehlt noch in Spielen. Dass man sich alles irgendwie mitnehmen kann. Da müsste zwar das Icon weg, dieses Looten- oder Wegstecken-Icon. Aber dann könnte man wirklich ganz frei wählen. Wie man Rätsel löst. Whoop! Whoop! Ausgewichen! Dodge! Ball! Champion! Also eins kann ich versprechen, ich werde niemals in meiner Streamer-Karriere COD spielen. Weil ich Ego-Shooter scheiße finde. Und weil Krieg scheiße ist. Und weil ich Ego-Shooter scheiße finde. Das ist leider so, es ist nicht... nicht meine Art zu spielen. Das macht mir leider keinen Spaß. Jetzt. Weiche. Böse Barriere. Der Finsternis. Wo ist er denn? Hat mich ja... Ach, der hat mich abgeworfen. Hallo. Oh, ich habe gleich keinen Schuss mehr. Warum gibt's keinen Nahkampf? Na komm. Einen am anderen hier. Einen am anderen. Ist gerade Derby. Da müssen die Bengalos gezündet werden. Sag sowas nicht. Alter. Stell dir mal vor, das ist dein Leben. Du hast die ganze Zeit so komische Eingebungen als Jumpscares. Alter. Was geht? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Wo ist Loot? Ich brauche Munition. Mir ist kalt. Ich habe Angst.
Ja, gucken, ob hier noch eine Thermosflasche rumfliegt, die ich einsammeln kann. Den Tornado besiegen? Was? Ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ah, nee. Final Fantasy war schon ein bisschen geiler. Final Fantasy war schon richtig geil. Auf Final Fantasy lasse ich nichts kommen. Ah, da habe ich was. Da ist was mitgeschwungen, irgendwie. Nein, nein, nein! Oh. Ah, okay. Okay, fair. Leuchtpuls, ja! Geil! Ich schieße dich ab! Ich lade nach! Ich schieße dich ab! Ich lade nach! Und ich schieße dich ab! Ich lade nach! Ah, okay. Ah, ja. I had to get light into its heart to hurt it. Ich weiß. Aber ich muss ja trotzdem die Dinger hier drumherum nehmen. Ich baller einfach. Ich baller voll drauf. Das sah gut aus. Oder? Aber das hier, guck mal, das muss ich doch... Naja, okay. Aber ich bin hier an einem sehr sicheren Ort. Ich geh mal näher ran. Ist das das Herz? Nee. Wo ist das Herz?
Thermoflasche Power. Oh, da ist sie. Shh, baby. You were having a bad dream. You're having a bad dream. Nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed, and I'll make you forget all about your fear. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan? You're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? Warum bist du in meinem Schlafzimmer und dann hier auf dem Flur? Kannst du mir das beantworten? Klicker. Da ist der Klicker. Ich leuchte dir ins Gesicht. Okay. Ja. Thermosflasche. Yeah. Nee, Bird will ich ja nicht. Barrel will ich auch nicht. Texte werden. Ah, ja. Oh Gott. Near Flashbacks. Was ist das? Ah. Crate. Oh ja. Ah. Ich dachte, das wäre Loot. Kein Bird. Path. Ja. Finde ich aber witzig, oder? Die Idee ist schon ganz cool. Geckig. Hey, Spiel Control. Control ist das nochmal auf die Spitze getrieben. Korrekt. Sehr gut. Spiel es. Wenn ich mit dem Stream fertig bin.
I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. My heart is filled with darkness. Cut it out. Ja, Screamer Control. Finde ich cool. Zu Control gibt es übrigens auch einen sehr lustigen Game 2 Beitrag. Wenn ihr das mal bei YouTube sehen wollt. Ja, wie klicke ich denn? Ich kann nicht klicken. Ich kann hier auch nicht rein. Muss ich alles freischalten? Ja. Rocket League Bonus Stream. Das wäre natürlich was. Macht er die Hütte real, okay. Dann mach das doch. Let's do this. Die Solo D&D Adventure kann man übrigens auch im Koop spielen. Now you Im Stream oder was? Schwierig. Oh, das ist Thomas Zane. I am much older than you. Ah, vielleicht doch nicht. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Okay. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Oh no! Also so hat's quasi begonnen, das Spiel. Jetzt vergehen die 7 Tage, oder was?
Sie trug nichts außer ihrem Ehering. War ich kurz weg? Nee, ne? Mein Player ist abgestürzt. Aber der Stream läuft noch, oder? Mal eins oder so reinschreiben, wenn alles cool ist. Das wäre ganz nett. Oh, und das Rehfest. Ja, super. Okay, geil. Perfekt. Allen geht's gut. Ah, da sind Thor und Odin. Geil. Sie war zwischenzeitlich auch besessen, ne? Sieht man noch was in ihren Augen? Ne? Okay. Okay. Ja, nicht schlecht. Das war's. Oh, das darf ich aber nicht machen jetzt hier, sonst wird das alles weg damit. So, das waren die Credits und ein Song, den man nicht live spielen darf. So, jetzt hätte ich aber schon gerne Folgen. Ach so, das kann man ja alles so machen, ne? Extras, Wiedergabe, Statistiken. War cool. Also war richtig geiles Spiel. Ich habe nur 83 Thermosflaschen gefunden, was mich ein bisschen wurmt. Aber ja, passt schon, ne? Ich fand's richtig gut. Ein sehr, sehr schönes, tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ich werde mir auch später nochmal irgendwie ein paar Zusammenfassungsvideos angucken, weil ich glaube nicht, dass ich es alles verstanden habe. Aber ansonsten hat Bock gemacht. Ein bisschen altbacken von Steuerung und so her, aber ansonsten hat das was. Das hat was. Das hat doch was. Ja, Oldschool-Vibe, das stimmt, aber dafür trotzdem eine geile Story. Also für Videospiele vor allen Dingen ist die Story richtig gut. Naja. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Ich würde sagen, das Video beenden wir erstmal für YouTube-Gedöns. Und dann spiele ich jetzt gleich noch was. Soll ich jetzt schon mit dem neuen Spiel anfangen? Oder lieber, keine Ahnung, was anderes spielen. Irgendwie noch eine Stunde Returnal oder so. Worauf habt ihr Bock? Was Neues oder was Altes? Neue Folge, neues Spiel? Alles klar. Das stimmt schon, ne? Ah, ich hätte schon Bock, nochmal reinzugucken. Ja. Gut. Ja, wenn dann quasi die Hälfte meiner Zuschauerschaft schon müde ist und gleich wegpennt.
dann lohnt sich das ja auch nicht. Ich mache Folgendes. Ich mache jetzt hier diese Folge zu Ende. Und dann spiele ich was anderes. Aber ich weiß selber nicht was. Ich spiele einfach Returnal. Oder? Ja. Ja, das machen wir so. Dann werde ich jetzt hier kurz Schluss machen. Der Stream geht dann kurz aus. Für euch. Dann bin ich aber direkt wieder da. Und für alle anderen sage ich schon mal Dankeschön. Herzen. Für euch. Vielleicht auch Herzen für mich. Ne, immer liken, subscriben, Glocke drücken, sharen und der ganze Quatsch. Und dann geht das auch hier alles weiter. Also, bis dann. Ciao.